Es gehört zu den renommiertesten und modernsten Herzkliniken Deutschlands, das Herzzentrum der Bonner Uniklinik. Selbst für schwerkranke Patienten gibt es heute schonende Verfahren, um ein geschädigtes oder krankes Herz zu heilen. Zum Beispiel minimalinvasiv mit nur ganz wenigen Schnitten. In Bonn werden solche Methoden täglich angewendet. Und das Besondere daran, hier arbeiten Kardiologen und Herzchirurgen zusammen unter einem Dach. Wir durften sie einen Tag lang begleiten. Morgen um 8:30. Professor Henrik Trede auf dem Weg zum OP-Saal. Morgen. Der Chef der Herzchirurgie an der Universitätsklinik Bonn wird heute einen 57-jährigen Patienten operieren. Der Eingriff wird 3 bis 4 Stunden dauern. Das ist die schönste Zeit am Tag. Es ist die Zeit, die man im OP verbringt. Da hat man eine dezidierte Aufgabe, der man sich widmen kann. Es bringt viel Spaß, diese OPs zu machen. Und man hat auch quasi ein vorprogrammiertes Erfolgserlebnis. Auch total schön, wenn man jeden Tag irgendwie was hat, was einem gut gelungen ist, wo man hinterher ein bisschen stolz auf sein kann. Insofern ist das eine sehr schöne Sache. Da der Patient noch relativ jung ist, will Henrik Trede eine geschädigte Herzklappe durch ein kleines Loch im Brustkorb reparieren. Wenn wir Schwierigkeiten haben beim Stillstand, muss er zur Not konvertieren. Hallo. Ja, hallo. Ein Fehler könnte für den Patienten tödlich sein. Das ist allen hier bewusst. Aber man sollte lieber an den Erfolg denken, meint Henrik Trede. Ein paar Gänge weiter wird Klaus Meinert auf einen anderen Eingriff vorbereitet. Wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, wird mir schwindelig, muss ich direkt was setzen und dann schnappe ich nach Luft. Die Haare im Trockenen. Haben Sie denn heute Nacht geschlafen? Schlecht. Bis 5 Uhr. Der 80-Jährige soll heute eine künstliche Herzklappe bekommen. Und zwar über einen Katheter. Professor Georg Nickenich ist der Chef der kardiologischen Abteilung. Um sich vor Röntgenstrahlen zu schützen, trägt er Spezialkleidung. Über 1000 neue Herzklappen hat er schon eingesetzt. Trotzdem ist es nie reine Routine. Weil jeder Patient unterschiedlich ist. Die Anatomie ist schon immer eine Spielart der Natur. Und sie finden verschiedene Schädigung, aber auch sowieso eine unterschiedliche Natur. Die Blutadern können bei Ihnen und bei mir beispielsweise hoffentlich bei beiden noch gesund oder Herzklappen unterschiedlich aussehen. Und deshalb müssen Sie sich immer wieder auf eine neue Situation einstellen. Okay, gut. Es dauert nicht mal lange, ja? Bleiben Sie ruhig einfach liegen. Machen wir gleich. Hm? Legen Sie mein Herz in Ihre Hände. Wir reden mit ihm, er wird etwas schlafen, also vor sich hin dösen, will ich mal sagen. Die bekommen etwas Schmerzmedikamente, sind vollkommen schmerzunempfindlich in dieser Zeit. Und je nach Natur des Patienten schlafen sie etwas, aber sind vollkommen ruhig und kriegen von dem Eingriff nichts mit. Zurück zu den Herzchirurgen. Henrik Trede beginnt jetzt mit der Operation. Eine böse Überraschung, die Lunge ist verwachsen. Er kommt nicht an das Herz ran. Jetzt müssen wir halt sehr umständlich die ganzen Verwachsungen von der Lunge befreien, bis wir sie so weit haben, dass sie runterfällt. Das wird komplex sein. Ich weiß auch nicht, kann nicht versprechen, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, müssen wir auf einen größeren Eingriff konvertieren. Aber das Problem ist schnell gelöst. Die OP geht weiter wie geplant. Inzwischen sind auch die Kardiologen bereit für ihren Eingriff. Er wird etwa eine Stunde dauern. Über die Leiste des Patienten wird dieser Schlauch bis zum Herz geführt. Jetzt haben wir hier schon die Herzklappe. Die ist normalerweise etwa 26 mm. Und jetzt ist sie ganz klein hier zusammengefaltet. Wissen Sie eigentlich, wie teuer die ist? Ja, diese Klappen kosten ungefähr um die 15.000 Euro. Die muss jetzt hier langsam durch diese Schleuse, die wir vorgelegt haben, vorgebracht werden. Das braucht auch ein wenig Gewalt, will ich nicht sagen, aber etwas Energie. Und jetzt geben wir mal etwas Kontrastmittel. So, und jetzt müssen wir die Klappe genau in Position bringen. Und jetzt sehen wir, dass die Klappe eigentlich ganz schön steht. Und jetzt müssen wir das Herz ganz ruhig stellen. Und dafür macht der Kollege der Anästhesie einen sehr schnellen Herzschlag. Das Herz bleibt stehen und wir geben jetzt Kontrastmittel. Klappe sitzt gut, ja, und wir können aufgehen. Das Herz schlägt jetzt sofort wieder. Blutdruck ist wunderbar stabil. Und im Prinzip ist jetzt schon das Wesentliche dieser Prozedur geleistet. Hallo, hat alles gut funktioniert. Wir sind fertig.
Patienten sind sehr dankbar, weil es natürlich ein Eingriff ist, der sehr angstbesetzt ist. Luftnot bei geringster Belastung ist ein ganz schlimmes Symptom, was einen sehr zurückwirft. Man ist überhaupt nicht mehr in der Lebensmitte und so weiter. Und das ist plötzlich alles weg. Also sind extrem dankbar, die Patienten. Wenn Klaus Meinert den Eingriff gut überstanden hat, kann er in ein paar Stunden schon aufstehen. Ja, und morgen gibt es dann den zweiten Teil unserer Reportage aus dem Herzzentrum der Uniklinik Bonn. Jeden Tag ein Erfolgserlebnis, sagt ein Herzchirurg vom Herzzentrum Bonn und freut sich, dass er in seinem Beruf so vielen Menschen helfen kann. Wir haben hier gestern schon zwei Herzspezialisten vom Herzzentrum Bonn begleitet und auch heute im zweiten Teil unserer Reportage dürfen wir hautnah mit dabei sein. Dank modernster OP-Methoden muss auch niemand mehr Angst vor solchen Eingriffen haben, denn eine Operation bei geöffnetem Brustkorb, die wird immer seltener. Manchmal staunt selbst Professor Georg Nick nicht darüber, was heute medizinisch alles möglich ist. Gerade hat er einem Patienten über einen Katheter eine neue Herzklappe eingesetzt. Überlegen Sie mal, früher hätte jeder gedacht, man kann nicht auf den Mond fliegen. Heute ist das quasi fast Routine geworden. So ist das auch mit so einer Operation. Man hätte sich vor 15 Jahren nicht vorstellen können, dass man eine Herzklappe mal mit einem ganz kleinen, weniger als 1 cm großen Schnitt in der Leiste heilen kann. Auch bei seinem Kollegen Professor Hendrik Trede kommt modernste Technik zum Einsatz. Eine Kamera liefert Bilder direkt aus dem Herzen. Die Ärzte tragen dabei 3D-Brillen, wie im Kino. Nur mit ein paar kleinen Schnitten kann er so die Herzklappe eines Patienten reparieren. Die Patienten haben natürlich den großen Vorteil nicht nur der Kosmetik, sondern auch der schnelleren Erholungsphase. Die kommen schneller aus dem Bett, die müssen nicht die Wundheilung am Brustbein abwarten. Entlassen wird er so innerhalb einer Woche am 5., 6. Tag. Und auf den Beinen ist er eigentlich ab morgen. Wir lassen ihn morgen schon aufstehen und laufen. Bei den Patienten von Georg Nickenich geht es sogar noch schneller. Eine Stunde nach dem Eingriff ist er wieder ansprechbar. Wie geht's Ihnen denn? Geht wieder gut. Gut? Schmerzen irgendwo? Ja. Könnten aufstehen, oder? Ja, schon. Alles gut. Alles klar. Okay. Ich lebe noch. Ja, besser geht's doch nicht, oder? Ein paar Zimmer weiter liegt ein anderer Patient in einem kritischen Zustand. Manchmal müssen die Ärzte im Bonner Herzzentrum auch mit Todesfällen klarkommen. Hier liegen die schwerstkranken Patienten, die tatsächlich auf täglicher Basis um ihr Leben kämpfen. Es sehr, sehr häufig gewinnen, aber auch schon mal verlieren. Hendrik Trede hat mittlerweile die Herzklappe repariert. Während der Operation wird der Patient über eine Herz-Lungen-Maschine versorgt. Das Herz steht still. Jetzt soll es wieder schlagen. Ein kurzer Stromschlag hat gereicht. Ich wollte mich melden nach der Operation Ihres Mannes, die gut verlaufen ist. Ja? Wir konnten die Klappe sehr gut reparieren, haben das über einen kleinen Schnitt an der Seite gemacht. Das ging sehr gut zu machen. Direkt nach der OP meldet sich Hendrik Trede immer zuerst bei den Angehörigen. Super, gerne, dann schönen Tag noch. Jo, tschüss. Das ist wirklich das Schöne, dass man jeden Tag so ein kleines Erfolgserlebnis hat. Was weiß ich, in der Wissenschaft oder so, da arbeiten sie sich dann von Publikation zu Publikation, müssen mal wahnsinnig viel dafür tun. Und alle paar Monate haben sie dann so ihr Erfolgserlebnis. Und wir haben das einfach jeden Tag. Das ist total schön. Ja. Die große Herzkonferenz. Herzchirurg Hendrik Trede und Kardiologe Georg Nickenich entscheiden gemeinsam, welcher Eingriff für die nächsten Patienten der richtige ist. Jeder hat sein Spezialgebiet. Sind Sie sich denn immer einig? Ehrlich gesagt, sehr häufig. Ja, man hat schon ganz guten Riecher nach einer Weile, wenn wir erfahren. Immer öfter, das auch. Man wächst dann auch so zusammen. Aber tatsächlich gibt es wenig Fälle, wo wir wirklich Diskrepanzen zeigen. Die Zeiten, wo unterschiedliche Fachärzte um ihre Kompetenzen streiten, sind vorbei, meinen Sie. Es gehe um das Wohl des Patienten und um nichts anderes. Ja, tolle Einblicke. Wenn Sie den ersten Teil unserer Reportage vom Herzzentrum Bonn verpasst haben
oder sich beide Teile gerne noch einmal anschauen möchten, dann schauen Sie ganz einfach in unsere Lokalzeit-Mediathek im Internet.